Sie ist ohne Zweifel ein Weltstar, sie ist auf den größten Opernbühnen zu Hause. Zuletzt hat sie bei den Salzburger Festspielen in Puccinis Il Trittico alle drei Hauptrollen übernommen und dabei für Begeisterung gesorgt. Die Rede ist von der armenischen Sopranistin Asmik Grigorian. Diese Musikerin ist, und das überrascht viele in der Fachwelt, zum wiederholten Male bei den Gollinger Festspielen aufgetreten und das sogar für einen guten Zweck. RTS war dabei. Asmik Grigorian begann dieses besondere Konzert mit einem Wiegenlied aus ihrer Heimat, und zwar a cappella, das heißt nur mit Stimme, ohne Instrumentalbegleitung. Die Hauptsache war zu kommen und meine Gage zu stiften. Aber ich wollte an diesem Abend nicht nur dem Publikum, sondern auch den betroffenen Kindern und ihren Familien etwas Besonderes geben. Und deshalb habe ich mir selbst eine extrem dünne Haut verordnet und versucht, so weit wie möglich aufrichtig zu bleiben. Damit wollte ich zeigen, dass sie nicht allein sind. Grigorians entzückendes Schmetterlingskleid, in dem sie Puccinis Arie sang, wurde eigens geschneidert als Statement für die Schmetterlingskinder. Später an diesem Abend sollte es für 5.000 Euro versteigert werden. Zusammen mit dem Erlös einer Kunstauktion wurden den Schmetterlingskindern insgesamt 30.000 Euro übergeben. Ja, das Ergebnis ist unerwartet in höchstem Maße, weil wir natürlich nie damit gerechnet haben, dass wir so viel kriegen. Was soll ich sagen? Wir sind überwältigt, auch von der Herzlichkeit der Asmik, die uns einfach einen wundervollen Abend beschert hat und gleichzeitig so unglaublich viel für die Schmetterlingskinder getan hat. Das ist eine Art von Konzert, die man nicht überall machen kann. Da braucht man eine ganz starke emotionale Bindung an einen Ort, an die Menschen, die im Publikum sitzen. Da kann man nicht einfach irgendwo hinfahren und das dort machen. Das geht wirklich nur, wenn man mit den Leuten im Publikum sehr verbunden ist. Na, es ist einmal schön, dass es den Döllerers gelungen ist, daraus wirklich eine Institution zu machen. Und dann eine Persönlichkeit wie Asmik Grigorian zu gewinnen, die ein Weltstar ist, wunderbar. Trotz aller Ernsthaftigkeit blieb Platz für Witz und herzhafte Gaudi. Was immer da auf dem Pianistenhandy zu sehen gewesen sein mag, das Drama wirkte plötzlich federleicht.